So, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter und wollen natürlich noch ein paar Sachen machen. In der letzten Folge haben wir einen Laden gekauft. Heute gucken wir uns mal da ein bisschen um. Dann haben wir noch die Sachen von der Madame Mason, von dem Ehemann, von dem Verstorbenen. Und wir haben noch die Testrale. So. Ja, den Laden habe ich schon mal gehört mit der Quest. Das habe ich jetzt mehr oder weniger nur ein bisschen vergessen, habe ich die zufällig jetzt gefunden. So, jetzt müssen wir kurz mal eben hier hinten hin. Hier sind wir. Es ist soweit, Penny. Der Laden gehört mir. Oh, Penny freut sich sehr. Penny hatte gehofft, dass Sie den Laden erwerben würden. Ich bin froh, dass du mir zur Seite stehst. Du liebe Güte, Sie sind zu freundlich. Penny wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Es gibt viel zu tun. Der letzte Mieter ist überstürzt aufgebrochen. Also sind eine Reinigung und Reparaturen nötig. Leider. Nun gut, gehen wir es an. Penny ist bereit. Zu zweit bringen wir diesen Laden im Handumdrehen auf Vordermann. So, wir machen müssen wir wahrscheinlich Reparo einsetzen. Es geht doch nichts über harte Arbeit. Das wird sicher der erfolgreichste Laden. Wir schauen. Herrin Mason wollte, dass Penny Ihnen diesen Schlüssel gibt. Er öffnet eine Truhe im Hinterzimmer des Ladens. Oh, ich weiß. Das hatte sie erwähnt. Darin sind die Sachen ihres verstorbenen Ehemanns. Penny fragt sich, ob sie die Truhe öffnen sollten. Ja. Hältst ich werde wieder die Luft an. Penny muss wieder an die Arbeit. Ein Schlüssel zu einer Truhe. Sollen wir oder sollen wir nicht? Ich meine, ich bin von Natur aus ein neugieriger Mensch, also werden wir es sowieso machen. Idee war. Super. Vielleicht war das gar nicht so eine clevere Idee gerade. Na dann. Und so. Lumos. Reveal. Lumos. Hier jemand ein Rätsel aufbewahrt. Lumos. So, mal kurz eben mal die Spinnenweben wegfackeln. Lumos. Lumos.
nicht gerade besonders einladend. Oh, wie schön, jemand zum Spielen. Wohl eher der Oh nein. Das wird ein Riesenspaß. Zumindest für mich. Ins Zentrum. Revelio. Lumos. Die ist neu. Na dann mal weiter. Irgendwie schon, ja. Ich will zwar nicht, aber irgendwie. Oh, Alter. Wer ist da? Alter, ich hab übrigens Gänsehaut gerade. Ist wieder hoch, oder? Lumos. 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 Fledermäuse. Toll. Lumos. Als sollte ich dort etwas aufhängen. Wie was? Revelio. Diese Laternen müssen ja irgendwo hingehören. So, warte mal. Quatsch, mit Soße. Das war eigentlich noch ein Plan. So rum ist richtig. Signatium Leviosa. Vielleicht sollen die Laternen den Händen. Nee, Akio, warte mal. Akio wahrscheinlich. So. Wahrlich erleuchtet. Wer ist Fastidio? Vielleicht sind sie etwas länger als die anderen. Das erklärt, warum die abgehauen sind, irgendwo so ein bisschen. Irgendwo erklärt, warum die. Alter, wo sind wir hier? Boah, ich hab jetzt. Sie sind so schnell so weit gekommen. Sie sind vielleicht genau die Person, die ich gesucht habe.
Ich hoffe, Ihnen gefällt mein Spielplatz. Erzählen Sie ruhig allen davon, sofern Sie es hier herausschaffen. Versuchen Sie es. Wenn Sie das Ende erreichen, treffen wir vielleicht eine Art Abmachung. Ich will doch auch, dass Ihr Laden Erfolg hat. Wie war der Spruch? Alles hat zwei Seiten. Oh, leider bestimme ich hier, was ich habe. Und Sie werden wohl beide bewältigen müssen. Ich liebe diesen blühenden Ort, Sie nicht. Aber Blattwerk überlebt nicht lange in der Dunkelheit, wie die meisten Organismen. Lumos. Revelio. Inzentrum. Und die Laterne platzieren muss, um diese Tür zu öffnen? Revelio. Revelio. Lumos. Lumos. Incentrum. Zur Hölle, was für... Oh, ich habe Angst. Lumos. Beunruhigt es Sie, dass ich Sie sehen kann, ach, aber Sie nicht. Das sollte... Lumos. 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 So. Thank you.
In Zentrum. Legatio Leviosa. So, machen wir das mal. Ich würde Ihnen einen Platz anbieten, aber Lumos. Und wir wollen ja auch nicht, dass Sie es sich hier zu gemütlich machen. Lumos. Lumos. Extrem strange. Gut, okay, dann hat sich das Lumos. Oh, Alter, wo sind die hier, ne? Ich bereue gerade, dass ich die Tür, dass ich die Tor aufgemacht habe. So ein bisschen. War nicht der Gedanke, ne? Wir müssen irgendwo darüber, aber wie? Müssen wir da irgendwie weiter oder was?
Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Lumos. Ich brauch mal. Haben wir keine offene Tür hier? Ist eigentlich mehr oder weniger auf die andere Seite oder nicht? Warte mal kurz. Fällt mir nur gerade mal so ein. So, das, das. Warte mal, komme ich da jetzt irgendwie weiter oder was? Ja. Oder? Nee. Wingardium Leviosa. Lumos. Ah, okay. Wingardium Leviosa. So, da komme ich aber nicht so rüber, oder? Ja, das Problem, weil da keine Tür offen ist, ne? Lumos. Wenn die eine Tür offen, dann. Das wäre total toll. Oh, Alter, wo bin ich hier, Alter, gelandet?
Lumos. Okay, das war so der, das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich da drauf und dann drüber, aber. Oh. Wie? Ich muss da wieder rüberkommen.